Ja, im Grinde. Im Grunde ist der Tower ein bisschen niedrig, würde ich mal fast behaupten. Aber wie komisch das aussieht, wenn man so eine Wasserdecke über sich drüber hat. Okay, das geht auch. Ich muss erstmal alles abbauen, um zu gucken, was hier abgeht. Was hier so los ist. Oh. Hui. Genau, hier ist der große Kanal. Alles klar. Ich find's doof, da muss ich ja irgendwo da unten die Truhe machen, oder was? Oder was? Obwohl, geht's ja auch. Was jollet, ne? So, mal gucken, wie weit ich hier rein kann. Oh, da ist ein Huhn durchgebackt. So, mal angenommen, da... So, Wasser, Wasser, Wasser. Dann wäre es ja zwei Felder früher fertig. Dann wird das in die Richtung... an dieser Position, in diese Richtung schwimmen. Oder auch nicht. Ich hole erstmal Wasser. Dann erkenne ich ja, wohin es geht. Wahrscheinlich regen sich jetzt wieder alle auf, weil ich das nicht kann. Aber was soll das? Komm, egal, hör mal. Ich mach das jetzt da fertig. Zack. Dann gehen wir gleich in eine Hölle irgendwo, bauen Tageslichtsensor. Funktioniert das denn? Ja, sehr gut. Warum ist der überhaupt wieder aus? Mhm. Mein Gott, ich wundere mich, dass kein Monster-Loot kommt. Und was habe ich gemacht? Ich habe da ausgemacht. Das war der Fehler. Und das habt ihr bestimmt in der letzten Folge schon geschrieben. Okay. Wassereimer. Wassereimer. Und dann nehmen wir noch ein paar mehr mit. Klick. Müsste der Rest hier mal wieder gehen, oder? Ah, sehr gut. Ah, ausgezeichnet. Ich dachte schon, hat irgendwas mit diesem Redstone-Update zu tun. Oh, mit der Fehlermeldung, die ich vorhin hatte. Vor dem vorletzten Part, so. Okay, jetzt werde ich zumachen. Weil im Grunde reicht es für die Hühnerfarm, weil die legen ja dauerhaft was. Geh da durch. Ach, die Tür war zu. Die sah so auf aus. Hui. Warte mal. So. Mann, liegen hier Eier rum. Was ist denn, wenn ich das so mache? Okay, aber es ändert, glaube ich, nichts daran, dass das viel zu wenig Platz hier ist. Das ist aber blöd. Nehmen wir noch ein paar Steine, ein bisschen Erde. Ach genau, hier kann Stein hin. Ich überlege schon jetzt die untere Chicken Tower Etage wegzumachen. Vielleicht obendrauf eine zu setzen. Ja, das wäre doch was. Ja, bringt alles nichts. Ich müsste es ja eigentlich... Ja, da mache ich mir mal andermal Gedanken drüber. So klappt es schon mal nicht. Hui. So. Oder ihr macht euch einfach Gedanken darüber. Fertig. Nein, Quatsch. Ich muss mich da doch noch mal mehr informieren. Ein zu wenig.
Man muss ja irgendwie so gehen. Jetzt auch ohne Redstone-Anschluss, hoffe ich. So. Alles fließt in meine Richtung. Warte, ich kann den Eimer direkt voll machen. Zack. Und dann drücke ich mich hier wieder raus. Holz, Stein, der Ausflug war jetzt für den Arsch. Aber Hauptsache, ich habe mal einen Trichter gebaut. Darauf kommt es an. So. Jetzt holen wir uns mal Quarz. Das Doofe ist nur, ich habe noch gar kein Höllentor. Also nicht mehr. Ich hatte schon mal eins. So ist das ja nicht. Oh, die Melonen liegen da. Komm her, du Trichter. Du Unnötiger, ich weiß nicht, wie das funktioniert, Trichter. Aber macht nichts, bald weiß ich's und dann geht er dir voll ab. Ich hoffe, so ist die Zuordnung okay. Die nehme ich mal mit. Ja. Nein. Ja. Sehr gut, alles wieder im Ursprungzustand, Urzustand, Ursprungzustand. Nehmen wir mal ein paar Brote mit. Machen wir hier noch Wassereimer dabei. Ein paar Worteimer. Auf der Karte sieht Wasser aus wie Kies. Sehr cool. So, Hölle, 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 Hölle. Hölle? Dafür brauche ich Obsidian. Da, guck mal. Und dann brauche ich noch ein Feuerzeug. Da, guck mal. Wenn die Hölle geht, stürzt sie bestimmt ab. Oder wird generell eine neue Hölle generiert? Das wäre ja nice. Und ich merke gerade, dass ich hier runtergefallen bin. Hallo? Ja, jetzt. Dass ich auf der... Aha. Auf der Südseite des Hauses vielleicht noch ein Bett braucht. Zumachen bitte. Weil ich muss immer nach Norden latschen, also auf zur Nordseite. Um dann zu schlafen. Früher war es ja der Westflügel. So, Tür zu, ab geht's im Bett. Oh yeah. Wie komme ich denn da am schnellsten? Ich glaube hier. Einfach den Sprung nach unten wagen. Autsch. Vor allen Dingen hier ist das Wasser noch so... Ja, keine Ahnung, so... So braun und dann ist das hier so voll blau. So müsste das eigentlich immer aussehen. Dann wäre es cool. Ich glaube, das mache ich auch. So schön blau. Also richtig blau auf der Minimap ist das dann immer noch nicht. Ah, Gehirn. Gammelfleisch sieht es bei Zwecks so aus. Also Zwecks ist ja das Package, wovon ich immer die Textur nehme für die Items. Also es läuft. Jetzt muss ich mal erstmal da hinten hin und gucken, wo ich das Höllentor hinbaue. Hui. Kommt da der Tageslichtanschluss dran? Dafür brauche ich aber erstmal Quarz. Netherquarz. Da ist voll der Sumpf. Das erklärt auch die 1 Million Slimes, die immer rumspringen. So, hallo.
Ja, wo kommt das Höllentor hin? Das muss ja auf jeden Fall noch aussehen wie so ein Tempelhof. Dann geht man erstmal hier. Warte, großer, pornöser Eingang. Wir gehen die Treppe rauf, wir gehen durch die Tür, durch die Öffnung. Gehen ein Stück geradeaus und gehen dann wieder runter. Laufen dann ein Stück, ja, ich würde sagen hier irgendwo. Und gehen dann wieder ein bisschen hoch. Ich mache es erstmal nur so grob. Ich meine, der Raum hier hinten wird dann nochmal so bauchig, so rund. Und in der Mitte ist dann der Tor. Ich habe keine Lust, diese zu benutzen. Ich nehme lieber die. Die hier geht wenigstens ab. Kann ja auch direkt mal hier die Ecken wieder wegmachen. Und eigentlich ist das blöd. Ich hätte oben anfangen sollen. Andersrum weiß ich ja noch gar nicht, wie da oben aussieht. Mein Gott, ein Teufelskreis. Warte, so? Ist denn die Mitte jetzt hier, hallo? Warte, da sind zwei. Dann gehen hier auch. So, da wäre die Mitte auf jeden Fall. Gehen wir nochmal drei rein und da bauen wir das dann erstmal hin. Wenn ich dann nachher das Nether-Zeug habe und die Hölle geupdatet habe, ich wollte ja eventuell eh umkopieren. Weil ich ja gefragt hatte, ob ihr coole 1.5.1 Welten habt mit einer Nether-Festung direkt da dran. Und da habe ich auch ein paar Zuschriften, ein paar Welten bekommen. Muss ich mir allerdings nochmal angucken. Aber andersrum, wenn da eine Welt bei ist, die an einem Nether-Portal ist und das Höllenportal einigermaßen gut gesetzt ist, dann nehme ich die. Das wäre nice. Jetzt hätte ich schon wieder die andere Spitzhacke genommen. Und ich wundere mich, warum das so dauert. Und jetzt ist hier dunkel. Ah, die Kohle. Okay, die glänzt nicht. Weil Eisen, Diamanten und so, die glänzen jetzt immer in Gestein. So, keine Angst, ist noch nicht fertig hier, ne? Also nicht jetzt denken, boah, das sieht ja voll scheiße aus. Weil das wird noch super episch. Einfach nur eine Halle fürs Tor, ey. So, das wäre ja eigentlich ein mickriges Tor, wenn man das so bedenkt. Das wäre schon mal ein bisschen besser, zumindest größer. Und... ja, ich glaube, ich mache es nur hoch. Muss das nicht breit sein, weil breit finde ich irgendwie blöd. Ich mache nur so ein langes Tor. Das wird hier auch wahrscheinlich nachher ebenerdig gemacht, beziehungsweise mit so einer kleinen Treppe davor, dass man direkt reinhüpfen kann. Und jetzt will ich aber erstmal nur rein. Oh! Was ist denn los? Wir haben Zündungsprobleme. So, neuer Versuch. Hallo? Geh an! Was ist das denn jetzt? Ist er doch zu groß? Ne, kann doch nicht sein. Ich habe schon viel größere Tore gesehen. Wenn nicht, dann cheat ich mir das Innere. Das muss sein für den Style.